Also ich bin seit 14 Jahren bei der Polizei und bin jetzt dann seit mittlerweile 8 Jahren sozusagen bei der Observation und seit 2013 eben auch zur Direktion für Spezialeinheiten zugehörig. Meine Beweggründe zur Observation zu gehen waren eigentlich, sich etwas Neues anzuschauen, eine Einheit anzuschauen, von der man jetzt im Alltäglichen nichts mitbekommt, die einen gewissen Mythos eigentlich auch bedient, wenn man sich so im Fernsehen anschaut, wie Observation funktioniert und dann auch feststellt, dass es ganz anders ist in der Realität. Aber das waren so die Hauptmotivationsgründe, ja. Also man kann Observation tatsächlich nicht in der Realität und im Fernsehen vergleichen. Es gibt viel Stillstand, das muss man auch einfach akzeptieren, wo keine Bewegung jetzt in der Tätigkeit ist. Es gibt technische Bereiche und technische Aufgaben, die man übernehmen kann. Das ist sehr spannend, weil man sich dadurch selbst auch weiterentwickeln kann. Und wenn dann sozusagen einmal die Observation losgeht, dann ist es auf den Punkt und dann muss man mehr oder minder von 0 auf 100% da sein. Es kann schon passieren, dass man jetzt so 24 Stunden einfach durchgehend macht, natürlich mit Pausen für den Einzelnen. Das ist eben genau dieses Zusammenspiel im Team, das so wichtig ist, weil die Konzentration nicht so lange aufrechterhalten werden kann. Und vor allen Dingen eine der Hauptaufgaben eines Observanten ist, dass ich in der Umgebung sozusagen untergehe. Wenn ich mir was für die DSE wünschen darf, dann, dass es auf allen Linien erkannt und auch anerkannt wird, dass das eine gute Sache ist, dass wir jetzt eine Direktion für Spezialeinheiten sind, weil dieses Hand-in-Hand-Arbeiten dadurch einfach viel kürzere Wege hat, viel besser ist. Und ich glaube, wir auch jetzt für den einzelnen Kollegen, der jetzt im normalen Exekutivdienst auf der Straße tätig ist, einfach ein gutes Package bereitstellen können, um einerseits Ermittlungsarbeiten zu unterstützen, andererseits aber auch eben schnell vor Ort zu sein bei Gefahrensituationen. Und das ist, glaube ich, das, was die DSE, wo wir alle als Bestandteil der DSE sehr viel zur Sicherheit beitragen können. Und das ist, glaube ich, in jedem Polizisten drinnen, dass das ja sowas das Ziel ist.